Servus. Servus. Ich glaube, heute gibt es was mit Avocado. Heute gibt es was mit Avocado. Ich wurde inspiriert von einem neuen Gewürz, dem Avocado-Gewürz. Es hat mich gewundert, dass es so lange gedauert hat, ja, weil ich meine, Avocado ist ja, ich würde sagen, das Gemüse des Jahres der letzten 4 Jahre. Und jetzt haben wir ein eigenes Gewürz gemacht, ja, mit Tomaten, mit Meersalz, mit Zwiebel, mit Knoblauch, mit Cumin, mit Sumac. Es ist wahnsinnig anstrengend zu lesen ohne Brille. Mit Zitronenschale natürlich. Und wir machen Spaghetti dazu. Das finde ich immer so geil, ja. Besser kann man eine Spaghetti-Packung nicht aufmachen, nein, indem man natürlich. Einfach, man muss nur schauen, dass man gerade runterklopft und nicht so, weil sonst reißt ihr da alle ab. Aber so und dann viel Hunger. Diego kommt noch, gell? Dann würde ich mehr machen. So machen. Lieber mehr als zu wenig. Viel Salz. Viel Wasser, viel Salz. Ich meine, weißt, man wiederholt ja immer alles. Aber dann denkst du halt so, ja, es gibt ja vielleicht Leute, die es zum ersten Mal sehen. Und dann sage ich es immer wieder gerne. Ich habe gewusst, dass du noch Nudeln holst. Ich habe das gewusst. Wirklich. Das schaffst du nicht. Diese ewige Angst. Ja, die ewige Angst. Diese ewige Angst, dass man zu wenig Essen hat. Ja. Die kriegst du, wenn du die einmal hast. Ich hab die nicht. Du hast wenn die. Du die. Ja. Wenn du die. Du hast die. Wenn du, ja, ich meine ja, ich sag ja du. Wenn ich die hab. Wenn man die einmal hat. Wenn man die Angst hat, zu verhungern immer. War es bei dir aber, mal fast so weit? Nee, aber weißt du, was das Problem ist? Dass wenn du immer Angst hast zu verhungern, du dadurch fett wirst. Ja. 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 Weil dann kochst du immer zu viel und dann kommt ja das Nächste dazu, du willst ja nichts wegschmeißen. Ja. Und dann nimmt der Kreislauf, aber das hat auch damit zu tun, dass du, glaube ich, allgemein so einen wahnsinnigen Drang nach Essen hast. Hm. Avocado. Weißt du, dass das bei mir hormonell bedingt ist? Ich habe manchmal, kann ich den ganzen Tag essen, so wie heute, und dann geht's. Weißt du, was ich mich gerade frage? Du kennst diese Avocado, wo drauf steht Eat Me. Ja, das stimmt nie. Hast du mal eine Avocado gehabt mit einem Aufkleber, wo Don't Eat Me draufsteht? Weil ich habe immer nur Eat Me Avocados und ich habe schon so viele nicht gegessen. Eigentlich Avocados, wo Eat Me draufsteht, nicht essen können, weil sie komplett zerdrückt waren, weil sie total schwarz waren, weil sie nicht reif waren. Also dieses Eat Me Avocado Aufkleberlein ist richtig für den Arsch. Ja, ist vor allem auch auf den harten noch drauf. Ja, es ist auf den harten, es ist auf den viel zu weichen drauf. Das tun sie einmal drauf und das ist dann völlig wurscht. Hey, haben wir aber auch noch nie Gedanken darüber gemacht. Glaubst du, wir verändern was an der Avocado-Front? Nee, aber du könntest ja mal erzählen, was es jetzt gibt mit Avocado. Wenn du Nudeln machst, dann liegt hier noch Burrata, Vimette, Zwiebeln. Ja, also klar, du hast jetzt ein Avocado-Gewürz und jeder denkt direkt an eine Guacamole. Und natürlich kannst du eine Guacamole machen, aber ich denke, dass eine Avocado einfach viel mehr kann, als dass man nur eine Guacamole draus macht. Und deshalb dachte ich mir, mache ich einfach so ein paar Nudeln, mache sie ein bisschen sommerlich. Ich werde eine Burrata nehmen, werde nichts an den Dingen, die jetzt da reinkommen, garen, außer die Nudeln sind gegart. Also das wird so, ja, Raumtemperatur haben. Und dann kommen die kochend heißen Nudeln auf diese lauwarme oder Raumtemperatur, auf dieses Ragout. Und ich esse im Sommer total gern diese Art von Nudeln. Ob da jetzt was mit Avocado, mit Paprika, mit Tomaten, mit Tomatenmozzarella machst und dass du einfach immer dann die rohen Tomaten nimmst, weil diese... Wir in dem Fall die rohen Avocado. Wir nehmen rohe Avocado, wir werden ein bisschen einen rohen Tropea-Zwiebel ganz fein schneiden und auch den dazugeben. Wir geben ein bisschen was
weil die Burrata gibt ja dann ein bisschen was. Kannst du mir eine kleine Portion cremiges ohne Burrata machen? Na, das geht jetzt nicht. Ja, weil ich brauche mehr. Ja. Ja, ich koche dann nachher extra noch eine Portion, okay? Ja, warum? Du kannst doch jetzt einfach da so in so ein kleines Schüssel rein, weil sonst vergisst das. Danke. Jo. Burrata. Man kann natürlich auch normalen Mozzarella nehmen, wenn man den gerade zu Hause hat, oder? Ja, geht auch. Schmeckt halt nicht so gut. Wird halt nicht so cremig, ja. Und jetzt muss ich hier das Brett schnell sauber machen, sonst kriegt meine Frau Bauchele weh. Ja, so schlimm ist es nicht. Nur wenn ich so viel, dann kriege ich halt Bauchele. Jo. Der Nudelas. Ohne Avocado, glaube ich, wäre es bei dir mit dem Kochen schwierig, gell? Ja. Die wollen wir nicht missen. Ist ja nicht nur lecker, ist ja auch schön und gesund. So. Na, danke, es ist so nett von dir. Dann Tropea-Zwiebeln. Tropea-Zwiebeln. Wenn jetzt jemand keine Tropea-Zwiebeln hat, was ist gescheiter? Frühlingszwiebeln. Frühlingszwiebeln oder Schalotten? Ja, Frühlingszwiebeln würden mir dann besser gefallen. Frischer. Ja. Die ist jetzt gar nicht so klein geschnitten. Das darf sein, oder? Darf sein. Ja, nein, ich frage nur. Nee, da für dich meine ich. Ja, tu nicht so doof, du weißt genau, dass Zwiebeln immer gehen. Na. Kennst du dieses Video? Dann ein bisschen Säure. Na. Eigentlich ist es ja ein bisschen wie ein Nudelsalat, ja, dann, oder? Dann wichtigstes, das Gewürz. Ah, da kann man schon gasen. Ja, gasen. Ja, das soll aber schmecken. Dann Olivenöl. Dann tun wir ein bisschen Wasser drauf. Nudelwasser. Oh, das riecht aber intensiv. Weißt du, was man da riecht? Das Kumin. Du? Ja. Ein bisschen Fuchs. Das hat ja mit Fuchs nichts zu tun. Ich finde, das riecht mal extrem. Findest du nicht? Ja, ehrlich. Ja. Kumin ist Kreuzkümmel, oder? Fein du hast gemahlen. Sowieso die bessere Nase wie ich, glaube ich. Ja. Also Nasen. Kommt wahrscheinlich daher, dass, weil ich nicht so viele Vollgas-Corona-Tests gemacht habe wie du. Ja, das kann sein. Du hast dich ja immer schön geweigert. Nein, ich habe lieber die angenehmen gemacht. Du hast die grausigen gemacht. Ich habe die gemacht, wo man nicht so weit rein muss. Deine schaut bei weitem nicht so gut aus. Es tut mir leid. Ja, yeah, kein Problem. Aber lecker. Parmigiano. Darf Parmesan bei dir? Ein bisschen. Und darf ich meine Nudeln probieren? Ich tue so gerne Nudeln probieren. Darf ich mal den Nudeln probieren? Und er steckt sie sich schon in den Nudeln. Weißt du, den Trick mit dem Knoten, oder? Kennst? Na, kennst du den mit dem, der muss hier, man muss sie irgendwo hinschmeißen? Das geht auch. Wie? Wenn du einen Knoten machen kannst. Ist sie fertig? Ja, weil sonst würde sie ja brechen. Ist sie dann italienisch also fertig oder jetzt, deutsch? Ja, na, sie ist jetzt schon al dente. Schon noch sehr. Aber sie zieht auch nach, weißt du, das ist ja, ja so eine Nudel, wenn die jetzt da eine Minute, bis das alles fertig ist, ja, die kocht jetzt ja, die gart jetzt genauso weiter. Danke, sehr nett. Das ist,
nicht das Muster, wie es sein soll. Das ist jetzt das, wie das sein ist, soll. Das ist, so soll es sein. Man behalte auch, beachte die Körper- und Kopfhaltung in dieser Position. Die ist auch in die Hüfte. Die Hüfte. Hüfte. Kann man übrigens auch nur mit kurzen Hosen kochen, das Gericht. Und wichtig, oben elegant und unten die, ja, die richtigen Schlabberdinger, oder? So, nochmal ein bisschen Wasser aufbehalten. Ups, noch ein bisschen Gewürz. Vielleicht noch ein bisschen Limette. Ja. Vielleicht noch ein bisschen Olivenöl. Zu Nudeln, also auch bei Nudelsalat, das zieht ja doch immer ganz schön nach. Also ja, da kannst du vorher schon Gas geben, gell, mit Gewürzen und Salz. Und absolut. Also du hast ja, und auch mit Flüssigkeit, ja. Ja, ja. Weil wenn das so ein Bump-Ding ist, ja, das ja, mag es halt auch nicht. Ja. Und das ist jetzt halt da Burrata, Avocado, ist das geil. Schau mal, hörst du das? Ja. Wie ein Risotto, den man am Ende jetzt gerade zusammenrührt. Und das ist schon richtig geil. Ja. Und dann einfach ein Teil nehmen, dann drehen mit Mittelfinger, Zeigefinger, Daumen. Immer alle drei Finger gleichzeitig. Zang, zang, zang. Und dann ab in die Gesichtsmitte. Könnte sein, dass das lecker ist. Mach mal probieren mit Burrata. Ein Gabele. Ja, meine, ich probiere jetzt mit das andere. Tschüss.